Der stärkste Eindruck war für mich die Begegnung mit den geflüchteten Menschen selber. Wenn ich den Menschen begegnet bin, dann waren die sehr gefasst, sehr entschlossen. Und ich muss sagen, für mich war das bewundernswert, wie sie mit der Situation umgehen, wie sie das managen und wie sie einfach helfen und die Dinge entwickeln. Für mich selber war es dann aber schon nicht so ganz alltäglich. Also Sie sehen, was weiß ich, an Gebäuden Sandsäcke. Sie sehen Figuren, die eingehüllt sind. Sie sehen an den Kirchen die Fenster mit Holz verschalt. Das sind ja alles Signale, die darauf hindeuten, dass man hier etwas schützt für den Fall der Fälle. Und in der Nacht, die wir dort verbracht haben, gab es Bombenalarm. Man hatte uns vorher gesagt, naja, macht euch nicht zu viel Sorgen. Der Bischof sagte mir, er kennt das und er dreht sich rum und schläft weiter. Aber wir kannten es eben nicht. Und ich stand dann senkrecht im Bett und ich muss sagen, ich bin in der Nacht auch eigentlich nicht mehr eingeschlafen, weil sie natürlich nicht wissen, was passiert da jetzt. Kommt da was runter oder kommt da nichts runter? Oder wenn Sie durch die Gegend fahren, dann sehen Sie auch hier und da Raketeneinschüsse. Also das sind alles so Dinge, da wird einem schon sehr mulmig. Und wenn ich jetzt an die polnische Situation denke, ich habe dort auch nicht nur Geflüchtete, sondern eben auch Polen getroffen und gesprochen, die Angst haben in dieser Situation. Also mir ist zum Beispiel jemand begegnet, der in Polen lebt, aber aus Deutschland stammt und der mir sagte, er habe in den ersten Tagen die Koffer gepackt und saß förmlich auf gepackten Koffern, weil man nicht überblicken konnte, was entwickelt sich dort. Und man muss sagen, die Polen haben schon die Angst, dass sie die Nächsten sein könnten. Vor der Reise war eigentlich der größte Sinn und Zweck, sich zu informieren, was ist da los, wie bewältigen die die Situation, wie kommt Hilfe an, was wird gebraucht, also wirklich auf der Sachebene zu schauen und sich zu informieren. Und ich hatte vor der Reise so ein bisschen die Frage, im Moment reisen ganz viele in die Ukraine. Ist das verantwortlich oder ist das wie so ein Tourismus? Macht man das oder lässt man es besser? Ich habe das dann auch mal thematisiert und die Menschen haben sich bedankt, dass aus anderen Ländern Politiker, eben auch Kirchenvertreter kommen und Solidarität zeigen, weil sie schon den Wunsch haben, dass sie nicht vergessen werden. Der Krieg dauert jetzt im vierten Monat an, keiner weiß wie lange. Und die Kräfte, die sind schon ganz schön strapaziert. Und da kann es sein, dass die Aufmerksamkeit schwindet und dass man das aus dem Blick verliert. Und deswegen war das für sie ein wichtiges Zeichen, zu kommen, zu sehen, im Gespräch zu sein und dann eben auch mit den Eindrücken wieder zurückzugehen, um deutlich zu machen, das, was hier passiert ist, ist nicht zu tolerieren. Sondern im Gegenteil, wir müssen alles dafür tun, dass dem ukrainischen Volk Recht und Gerechtigkeit widerfährt und es in seinem eigenen Land sein und bleiben darf. Ich habe bei der Caritas mehrere Vorratslager besucht. Das scheint zu funktionieren, das kommt an. Ich habe dort Pakete aus Deutschland gesehen. Und aus allen möglichen Ländern bis hin zu den USA. Und Sie müssen sich das dann so vorstellen, wenn es dann auf die ukrainische Grenze zugeht, dann sehen Sie dort kilometerlange Lastwagenschlangen, die einfach darauf warten, über die Grenze rüberzukommen. Man sagte mir, es dauert ungefähr eine Woche, bis man das geschafft hat. Man muss sagen, die Kirchen, es ist natürlich die römisch-katholische Kirche da, die ist in der Ukraine, also 1% der Gläubigen sind, oder 1% der Ukrainer sind römisch-katholischen Bekenntnisses, die Mehrheit ist orthodox.
Und dann gibt es eben die ukrainisch-katholische Kirche, also die, die in Einheit mit der römisch-katholischen Kirche ist, unter dem Papst, aber ein eigener Ritus, eine eigene Liturgie, die dort gepflegt wird. Ich habe zum Beispiel ein Gemeindehaus in Lviv besucht, da erst letztes Jahr eingeweiht, einfach vorgesehen für die Katechese, für die Gemeinde. Jetzt alles leergeräumt und in allen Zimmern Flüchtlinge. Also die begegnen mir dort oder sind mir dort begegnet. Da gab es dann auch Gespräche und zum Beispiel in einem der Priesterseminare, da war ein Haus leerstehend und da sind jetzt auch Geflüchtete untergebracht. Und zwar zunächst einmal viele, die ein, zwei Nächte einfach nur bleiben, damit sie auf der langen Wegstrecke mal zur Ruhe kommen können, damit sie sich waschen können, damit sie was Anständiges zu essen bekommen. Also man versucht zum Beispiel nicht nur das mit einer Noternährung zu gewährleisten, sondern sie sollen auch was Nahrhaftes bekommen, was sie dann kräftigt und stärkt. Und dann geht es natürlich weiter im Hinblick auf auch die psychosoziale Betreuung. Mir sind etliche Projekte begegnet, wo man ganz bewusst auch versucht, ich sag mal, Therapie, Beratung, Begleitung anzubieten. In einem Haus zum Beispiel, das nannte sich Haus der Barmherzigkeit in Lemberg bei der ukrainisch-katholischen Kirche. Ja, das Haus war schon jetzt nicht durch den Krieg, sondern eben von der Grundstruktur doch sehr ruinenhaft. Aber man arbeitet dort ganz kräftig und es waren schon ein paar Zimmer bereitet, in denen eben auch Gesprächssituationen stattfinden konnten, um die Menschen zu begleiten. Deswegen ist eben wichtig, dass nicht nur die Caritas agiert, die Kirchen agieren, sondern auch andere NGOs. Wir haben zum Beispiel ein langes Gespräch geführt mit den Maltesern, die hier auch vorbildlich am Werk sind und einfach helfen, wo sie helfen können. Also ganz verschiedene Aspekte der Hilfe, die einfach geleistet wird. Das Wichtigste, immer wieder die Botschaft, vergesst uns nicht, helft uns und helft mit, dass uns Gerechtigkeit widerfährt. Das waren so die Botschaften, die ich immer wieder gehört habe. Und es war gut, auch in Polen gewesen zu sein. Wir sind Nachbarn und unser Bistum Hamburg ist ja ziemlich nah dran. Dass wir diese Beziehungen stärken. Und da muss ich sagen, das ist auch bewegend zu sehen, wenn man eben einer Kirche angehört, dann ist man zu Hause. Und dann ist es gut, diese Beziehungen zu stärken, sich auszutauschen und gemeinsam auf dieses Ziel hinzuarbeiten. Das war übrigens auch die Botschaft, die mir der Gesandte in der deutschen Botschaft in Warschau mit auf den Weg gab, der sich auch sehr bedankte, dass ich gekommen war, der sich auch bedankte für das, was die katholische Kirche leistet und der sehr darum bemüht war, zu appellieren, dass wir dranbleiben und für den Frieden weiter arbeiten.